Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Im letzten Part haben wir erfolgreich die Akademie von Raya Lucaria beendet. Wir haben den Unterricht sozusagen abgeschlossen. Ich denke mal, wir haben eine recht gute Note dabei erzielt, wenn wir auch am Ende oft sitzen bleiben mussten, beziehungsweise viel wiederholen mussten. Aber, naja, bestanden ist bestanden, würde ich sagen. Und fährt einer mit uns mit? Nein? Gut. Aber er versucht's noch. Alter, der schafft es auch noch. Du Sau. Böse. Böse. Alter, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ah, jetzt weiß ich wenigstens, dass der zweite Schwertstreich in den Boden deutlich stärker ist als der erste. Gut. Oh Mann. Ja, und nachdem wir die Akademie abgeschlossen haben, kann ich als nächstes diese Kristallhöhle hier abhaken, die wir uns ja extra dafür aufgehoben haben, für den Zeitpunkt aufgehoben haben, nachdem wir die Akademie beendet haben. Und ja, da bin ich jetzt gespannt, was hier am Ende auf uns warten wird. Wahrscheinlich wieder so kristalline Bosse, oder? Weil beim letzten Raya Lucaria Dungeon war das ja der Fall. Mist. Alter, als ob. Nein, nein. Untersteht euch. Oh, wie viel ich jetzt verschwendet habe. Mal wieder komplett unnötig eigentlich. Ernsthaft? Wie viele hast denn du noch? Du Sau. Und jetzt macht er natürlich den zweiten Schwerthieb nicht mehr. Lohnt sich ja nicht, wenn ich nicht in der Nähe bin. Mann. Nächstes Mal laufe ich einfach durch. Halt! Ah ja. Die Viecher, die einfach mal so ausrasten, wenn man denen einen Treffer verpasst. Hier kommt doch gleich irgendwas. Schmiedestein. Als ob der eine Gegner, der mir entgegenkam, schon der einzige hier war. Das glaube ich ja nicht. Erstens gut gemacht, daher Zeit für dies Verschnaufpause. Ja. Einem kleinen Feuerchen wäre schon schön. Oh Gott. Ah, beide erwischt. Mit dem einen Bogen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hängen hier mehr von denen? Sieht nicht so aus. Natürlich, ne? Sobald man einmal damit überrascht wurde, darf man dem Spieler nicht dieselbe Falle ein zweites Mal stellen. Denn dann erwartet dieser sie bereits. Oh nein. Oh nein. Oh, nicht wirklich. Na geil, natürlich. Der eine Pfeil, der mich erwischt, erwischt mich natürlich genau dann, wenn ich gerade kurz davor bin, den letzten Zauber zu sprechen, der ihn erledigt hätte. Kristallmesser haben wir gekriegt. Aha. Okay. Dann schauen wir mal. Oh. Pardon, kurze Unterbrechung. Okay, machen wir direkt weiter. Hallöle. Wo sind die ganzen Typen? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Okay. Das sind einige. Ich hoffe, die entdecken mich nicht so schnell. Ah, schade. Das Upgrade hat leider nicht dafür gesorgt, dass ich die Viecher one-hitte. Alter, wie ich den einen Typen, der auf mich zuläuft, ernsthaft, wie ich den einen Typen, der auf mich zuläuft, nicht anvisieren konnte.
Bis er direkt vor mir stand. Ja, Hammer, ey, da habe ich Bock drauf. War natürlich auch derjenige von denen, wow. Was zur Hölle? Warum? Bäm. Bäm. Okay. Oh, einiges. Großer Schimmerstein-Überrest. Hammermäßig. Richtig viel Zeug. Ich denke mal, mehr versteckte Gegner wird es hier jetzt auch nicht geben. Ich wette, beim nächsten Level up, da würde ich die One-Hitten. Mit Sicherheit. Aber gut. Ich muss mit dem zufrieden sein, was ich hab. Geht ja nicht anders. Zauberei voraus, ist das ein Glück? Okay. Ah, immerhin. Mir wurde der Weg zur Sackgasse. Ah, und zum Zauber Erde erschüttern gewiesen. Schön. Schaue ich mir doch gleich mal an, diese schöne Zauberei. Inventar. Zauberei, da. Da haben wir's. Eine Schimmerstein-Zauberei der Akademie von Raya Lucaria. Erfüllt den Stab des Zaubernden mit Magie und rammt ihn dann in den Boden, um eine gewaltige magische Schockwelle zu erzeugen. Ihr könnt mit einem weiteren Angriff nachsetzen. Eine Steingräber-Zauberei, die von den Bergarbeitern im Schimmersteintunnel eingesetzt wurde. An der Akademie galt die Anwendung dieser Zauberei als Stigma, oder als Stigma, das gescheiterte Schüler kennzeichnete. Hm. Okay. Irgendwas anderes noch? Komet, Kristallnova. Ne, ich glaube, den Rest habe ich mir schon genauer angeguckt. Glaube ich. Ich habe das Gefühl, der Boss kann doch nicht mehr allzu weit sein. Der Boss, vielleicht sogar die Bossee. Ja, doch, da hinten sehe ich einen Nebel. Ich wollte schon sagen. So langsam, aber sicher rechne ich schon fest damit. Okay. Na, beschwören kann ich leider nicht. Aber nicht schlimm. Kristalliana. Ein Einzelner. Yes, erwischt. Und jetzt gibt's aufs Maul. Wir wissen ja jetzt mittlerweile, was dafür sorgt, dass diese Viecher verwundbar werden. Au. Oh nein. Oh oh. Ha! Gestoppt. In deiner kleinen Pirouette. Bam! Wow, da ist er explodiert. Klangperle des Schmiedesteinschürfers. Wow, klingt auch sehr wertvoll und besonders und mächtig. Und bestimmt noch viele andere Adjektive, die mir gerade nicht einfallen. Kein Material voraus, kurz gesagt, sie dürfen nicht, oh, sie dürfen nicht. Aha. Ja, schade. Wir haben jetzt hier theoretisch auch wieder so viele Kristalle. Sind davon umgeben, können nichts davon einsammeln. Genauso wie das hier. Lauter Gold, wir können nichts davon einsammeln. Wenn wir es vielleicht auch nicht benutzen können, aber naja, zumindest für die Herstellung von irgendwas wäre es doch bestimmt nützlich. Ne? In den From Software-Spielen ist Goldwährung meistens nicht so wirklich das Wahre. Zugegeben, ich glaube, es gab ein Spiel, wo es tatsächlich eine normale, in Anführungszeichen, Währung gab, und das war Sekiro, oder? Ich glaube, da konnte man doch Münzen sammeln. Und damit dann auch tatsächlich was kaufen bei Händlern. Da hat es ja auch wenigstens Sinn gemacht. Okay. So, dann wären wir wieder draußen. Dann würde ich sagen, bevor wir uns hierhin begeben, kann ich doch auch genauso gut erstmal zur Tafel der Gnade zurückkehren und schauen, ob sich dort neue Dialoge ergeben haben.
neue Charaktere dort eingezogen sind. Man weiß ja nie. Ich werde da auf jeden Fall mindestens oder spätestens dann immer vorbeischauen, wenn... Oh je, ich vermisse hier jemanden. Was zur Hölle? Ich werde immer spätestens dann hier zurückkehren, wenn ich einen größeren Boss erledigt habe. So viel steht fest. Ah, you appear to be doing well. Very good. Well then, would you like to learn an incantation? Schauen wir mal. Erstmal nicht reden. There's something I should mention to you as well. I'm thinking of leaving the Round Table Hold. Do you know of the noble Gold Mask? Though he was but a tarnished, living outside the lands between, he was a great scholar, who foresaw the coming guidance of grace. And now, I hear he has come to the lands between alone, to contemplate the Golden Order. I wish nothing more than to seek his instruction, and perhaps even help him in his research. Okay. May the Golden Order shine through you. Habe ich jetzt ernsthaft dafür gesorgt, dass er bald die Tafelrundfeste verlassen wird? Oh Mann. Ich hoffe, ich begegne ihm dann wieder. Weil Charaktere, ich habe immer das, jederzeit das Gefühl, ich sorge dafür, dass irgendein Charakter gleich stirbt. Indem ich einfach nur mit ihm rede. Ich weiß, klingt komisch, aber hier in den From Software Spielen muss man da ja mit allem rechnen, wenn man mit Charakteren redet. Wenn man irgendwas Falsches zu denen sagt oder irgendeine falsche Aktion denen gegenüber macht, dann ist es schon sofort für deren Questline zumindest vorbei. What is it? Still milling about. The map indicates it will lead you to go. Ja, okay. Das hatten wir schon. Schauen wir erstmal hier rein. Hallo. Oh, your divinity have mercy and grant me forgiveness. The road is yet long. God is not easily failed, but one day without fail you will have your wish. So please grant me forgiveness, Queen Marika. Okay. Here is it. I didn't notice you there. I'll be doing my job, same as ever. Just lay out your arms. Okay, über Gebete. Those words were not meant for you. I may be prisoner to you, tarnished lot, but my prayers are mine, and mine alone. Well, I've had my say. I'll be more careful too. Okay, über Roderica. I spoke with the girl. She has a gift for spirit tuning, so I told her everything I know. I'm indebted to a spirit tuner I met long ago. It was all I could do to honor her. I'm sorry, I doubted you. Okay. Die Frage ist jetzt aber dennoch, wo ist sie jetzt? Oh je. Ich könnte mein Schwert ein kleines bisschen verstärken. Wäre auf jeden Fall dem Schaden ganz zuträglich. Ich habe jetzt wieder genug Schmiedesteine gesammelt. Von daher... Warum nicht? Oh, jetzt brauche ich schon zwei Schmiedesteine der Stufe 4. Habe ich auch. Naja, wofür soll ich die sonst großartig benutzen? Davon abgesehen werde ich später bestimmt noch deutlich mehr davon finden. Also, bitteschön. Und jetzt brauche ich... Oh Mann, jetzt doch 4 Stück davon. Jetzt geht's damit weiter. Und das, obwohl ich schon auf plus 10 bin. Normalerweise ist doch plus 10 immer das Höchste bei den From Software Spielen, oder nicht? Hier wohl nicht. Interessant. Hier kann man auch auf Überstufe 10 kommen. Okay, cool. Hi. I am pleased to see you again. Would you like me to hold you once more? The blessing is still a flame in your breast, dear. Would you like to be held? Regardless? Warum nicht? Come closer. Vielleicht hat sie jetzt wieder einen neuen Dialog. Davon abgesehen finde ich, das ist irgendwie noch mit das Beste hier in Elden Ring. Einfach von ihr umarmt werden. Oh. You are so very warm. Über den schwarzen Messerabdruck. Dear Roger,
likes to talk of it when abed. The ancient plot, in which the first of the demigods was slain. The black knives wielded by the assassins who committed the act, along with the impressions they made, somehow hide the truth of the conspiracy. Okay. Dear Roger, the ancient, the black knight, along with the... Okay. Then good day to you, my dear. Dankeschön, ebenso. Schon was Schönes. Sich einfach von ihr umarmen lassen ist doch an sich ganz nett, oder? Ob Segen oder nicht, ist doch egal. Moment mal, hi! Good to see you again. Thank you very much. I have you to thank, don't I? For persuading Master Hugh. I can happily announce that he has taught me the noble toil of spirit tuning. I'm as yet unsure of what I might be able to accomplish. But if I might be able to help you all, I'd certainly like to try. And if there's any chance to ease the suffering of my dear men who were grafted, well, I certainly must try. Roderica, the Spirit Tune Apprentice. Pleased to make your acquaintance. Nice, alles klar, da ist sie doch. Puh, neues Outfit, neues Image, ich sehe schon. Sehr, sehr schön, danke. Das Menü zur Geistereinstimmung. Im Menü für die Geistereinstimmung könnt ihr mit Runen und Gräbertallilien Geister verstärken, die ihr aus Aschen herbeiruft. What? Um Geister mit Eigennamen zu verstärken, braucht ihr Geistertallilien. Alter! Habe ich allerdings nur 6 Stück von. Ich weiß nicht, soll ich schon das verstärken? Ausgerüstete Asche, Asche, Spezialasche. Ah, das gehört also schon zu den Spezialaschen. Aber das wird nicht die einzige sein. Ich spar's mir ehrlich gesagt erstmal noch auf. Weil diese Asche benutze ich ja normalerweise eher nicht, um Schaden auszuteilen, sondern einfach nur, damit ich eine Ablenkung habe. Beziehungsweise, damit, der Geist die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, während ich den Gegner beackern kann. Also einfach nur zur Aufmerksamkeitsteilung für starke Gegner und gerade für Bosse. Von daher sie jetzt zu verstärken, dass sie wahrscheinlich mehr Schaden machen, vielleicht auch mehr aushalten. Ich weiß nicht. Fürs mehr aushalten vielleicht, aber ich warte erstmal noch ab. Ich weiß ja noch nicht, was es sonst noch alles für Aschen hier zu finden gibt. Deswegen, ich spar's mir erstmal noch auf mit dem Verbessern. Vielleicht finde ich ja irgendwann noch einmal eine Asche, die ich gegen die jetzige austauschen möchte. Man weiß ja nie. Dementsprechend bin ich erstmal vorsichtig damit. Mit dem Ausgeben. Nur weil die Geistertallinien jetzt einen Sinn bekommen haben, heißt das nicht, dass ich die direkt alle raushauen muss. Hi. Ist hier noch irgendjemand eingezogen? War hier nicht noch jemand? Nö. Visionen hier von plumpe Personen, Rumpf voraus benötigt. Visionen hier von plumpe Personen, wie? Reden die von Siegmeier? Könnte ja durchaus sein, oder? Zugegeben, vermissen tue ich den Zwiebelritter schon so ein bisschen, ne? Und seine Lache. Aber gut, vielleicht kommt er ja tatsächlich noch. Wer weiß, wer weiß. So, hi. Always good to see you safe. So, what do you need? Was hast denn du? Ach, ich hab von ihm schon alles. Okay, na gut. Was Neues zu sagen hat er auch nicht. Dann als nächstes hier entlang. Hast du was zu sagen? Nee, immer noch ein stiller Beobachter hier. Vorsicht vor Verräter. Ja, keine Ahnung. Er ist zwar still, hat eine Totenkopfmaske auf, aber... Keine Ahnung, ob er Verräter ist oder nicht. Wird sich ja noch zeigen. Well, I see you found another great room. Wonderful.
You are a worthy fellow tarnished indeed. Make the journey to the capital, Lendel, that lies to the east of the Altus Plateau, at the foot of the Earth Tree. The Two Fingers will deny your passage no longer. You may be our best hope. Find your way to the Elden Ring, for we are tarnished, and we must answer the call of grace. Okay. Über Renala. The Academy of Rhea Lucaria lies to Limgrave's north. Renala is queen of the Carian Royals, and her great rune dwells within. Okay, ich glaube, das hatte er mir doch schon erklärt, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber hat er? Ich denke schon. Ja, in dem Ei, das sie umklammert hielt, haben wir gesehen. Vor allen Dingen, sie war daraufhin einfach freundlich uns gegenüber. Ich konnte wieder nicht reden. Ah, yes. Hi. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room Ensure's guarding just over there. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is leader of the Round Table. I'm sure talking to him will be worth your while. Ach Mensch, das ist dein Vater. Ach, und der Typ da ist nichts weiter als ein Türsteher. It's about time I headed off. I'll see you again, warrior, should the fates deign it. Okay, alles klar. It's about time I headed off. Alles klar, wir sehen uns. Hi. Weiser Losungsring. Blauer Losungsring. Asche der einsamen Wölfe. Naja, was großartig Neues ist jetzt hier, glaube ich, nicht dazu gekommen. Na gut. Moment mal, eine Klangperle habe ich. Klangperle 1 des Schmiedeschürfers. Ah! Moment. Gucke ich mir vorher im Inventar an, bevor ich die abgebe. Hier vielleicht? Nee. Nein. Klangperle. Nein. Huch. Hier irgendwo? Klangperle. Klangperle. Nee. Oder hier. Doch, doch. Die Klangperle eines Bergarbeiters, der einst nach Schmiedestein schürfte, bietet sie Zwillingsjungferhüllen in der Tafelrundfeste an, um Zugang zu folgenden Gegenständen zu erhalten. Schmiedestein 1, 2 und Schimmerstein Überrest. Ah. Okay. Bitteschön. Angeboten. Und da ist das Inventar erweitert. Wir können die scheinbar sogar unendlich oft kaufen. Die Schimmerstein Überreste. Und Schmiedesteine 1 und 2. Na, immerhin. Super. Ist doch schon mal etwas. Damit wäre der Weg zu gewissen Upgrades schon mal geebnet. So, damit hätte ich hier jetzt eigentlich alles nochmal durchgeguckt, ne? Ich wäre wieder soweit, in die Welt aufzubrechen, in die große, weite Welt. Hier war ja die Fingerleserin, genau. Dann begeben wir uns dorthin. Zeit für diesen Part haben wir theoretisch nicht mehr, aber wir werden ja sehen, wie weit ich noch komme. Ich gucke mal, ob ich nicht eventuell noch irgendwo auf ein paar Bonusgegenstände stoße, besondere Orte etc. Und du hast was Neues jetzt zu sagen? Ja? Oh, what a pity. Oh. All without. Okay. Ja gut, zugegeben, es war ja ein Vollmondboss, gegen den ich gekämpft habe, kein Halbmondboss. Das bedeutet, entweder ich habe in der Akademie etwas verpasst oder vor mir liegt noch irgendein krasser Kampf. Davon abgesehen, was macht diese Statue hier? Mitten in der Pampa.
Was? Vorsicht vor Nacht und dann Visionen hiervon, Kampf zu Pferde. Okay. Wahrscheinlich taucht hier dann nachts noch ein Boss auf. Ah, da ist doch ein Kampf zu Pferde. Tja. Das Pferd wollte ich nicht umbringen, aber ist ja meistens unvermeidlich, wenn man einen Gegner auf einem Pferd bekämpft. Oh! Okay. Wie der mich direkt mehrmals hintereinander getroffen hat und es perfekt gereicht hat, um mich niederzustrecken. Ja, hammermäßig, ey. Da denkt man, man hat es mit nur einem einzigen berittenen Gegner zu tun und dann wird noch einmal ein weiterer per Horn dazu geblasen. Herbeigeblasen. Nee, sämtliche Variationen von Blasen sind schlecht. Egal in welchem Kontext sie stehen. Dann denkt man ja immer was Zweideutiges. Nicht wahr, ihr Ferkel? Seid natürlich nur ihr, die etwas Versautes dabei denken. Nicht ich. Nein. Ich doch nicht. Na gut, den dritten Zauber, da kann ich eigentlich stattdessen... eine Partisane. Statt dem dritten Mal Steinschleuder kann ich dann eigentlich noch einmal so einen Schimmersteinbogen benutzen. Besser wär's. So. Ja, nice. Oh je. Für den Typen brauche ich vielleicht schwereres Geschütz. Wow, oder auch nicht. Au. Wow. Wie scheiße verzögert sein Angriff war. Der wusste ganz genau, womit er mich kriegen kann. Je verzögerter der Angriff, desto leichter kriegt man den Gegner damit, weil der dann all seine Ausweichrollen quasi vorher schon aufbraucht. Weil er sich denkt, der Angriff kommt jetzt! 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 Und dann erst kommt er. Gut. Dann noch einmal. Ich mach's gerne so oft, wie es nötig ist. Zack. Huch. So. Ruinenfragmente nehme ich bei der Gelegenheit auch gerne mit. Wow. Wow. Wie mein Charakter sich null wieder bewegen wollte. Einfach nur, weil kein Bock. Eng. Nicht wirklich. Du Mistkerl. Jetzt
Jetzt hat er meine Runen ausgelöscht. Ich hätte doch lieber direkt durchlaufen und meine Runen holen sollen. Wo ich schon gemerkt habe, der Typ macht auf einmal mehr Probleme als sonst. Ah, Mann, das war wieder vermeidbar. Zumindest der Verlust der Runen war vermeidbar. Aber rechnet man damit, dass einer der Gegner plötzlich krasser ist? Nein, nie. Man denkt, es ist doch alles so wie vorher. Und dann holt der Gegner auf einmal ganz... Das ist, glaube ich, ein bisschen weit weg. Oh, hat doch geklappt. So. Geht doch. Warum nicht gleich so? Ha? Einfach sterben. Fertig. Bist du durch mit dem Mist. Stattdessen wollte er mir den Gefallen erwidern, bevor ich ihm den überhaupt getan habe. Wow. Oh, ja klar. Natürlich warten da unten nochmal direkt zwei. Ach, kommt, Leute. Verarschen kann ich mich doch echt alleine. Unfassbar. Als ob der sich jetzt da schön in Deckung aufhält. Ja, geil. Nur einer der Steine. Yo! Schlecht, glaube ich. Ah. Aber der Zauber hat mich nochmal gerettet. Hi. Wow. Da hat einer wohl gar keinen Bock mehr auf mich. Bitteschön. Ebenso. Gut. Das war jetzt Overkill. Der hätte doch jetzt eigentlich down sein müssen von dem letzten Zauber. Ach Mann, ey, das ist doch unfassbar. Der miese Penner. Da sehe ich schon, jedes Mal, wenn er sidesteppt und ich dann einen Zauber wirke, dann wird er trotzdem. Selbst wenn er dabei sein Schild noch vorhält, aber... Ach, ey. Wie ich das hasse. Dieses arschknappe... Diese arschknappen Kämpfe, wo der Gegner dann nur noch so ein Pixel Gesundheit hat. Ah, nee, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Der Typ, der wird im Dreck liegen. Das kann ich euch versichern. So. Schicht im Schacht. Und bevor der andere Reiter dazu gerufen wird. Wo auch immer der ist. War der nicht vorher hier unterwegs?
Da hinten ist er. Hammer. Nein. Gut. Der verringerte Schaden hat auch ausgereicht. Puh. Kuckucks Ritterstulpen. Schön. Brauche ich zwar nicht, aber immer nett. Etwas zu haben. Oder etwas zu bekommen. Schaden kann's ja nicht. Mist. So. Als ob. Was bewacht ihr hier überhaupt? Refugium Stein, okay? Sehr interessant. Oh oh oh. Die Art und Weise kriege ich ihn zwar nur langsam klein, aber so geht er auch auf jeden Fall down. Jetzt hat er den Fehler gemacht, einen Sidestep zu machen. Weg mit dir. So! Kaputt bist du! Nein! Du wirst mich jetzt nicht hier erledigen, nach meinem schönen Sieg. Fußsoldaten-Tabard. Du auch nicht. Jawoll! Wieder aufgefüllt. Ah, geht doch. Konnte ich nicht auf mir sitzen lassen, die Niederlage. So, huch. Ah, doch ein Ruinenfragment. Ich hab's für eine Nachricht gehalten. So, oi. Ja, jetzt auf einmal konnte ich die Karte aufrufen, als mich ein Gegner entdeckt hat. Jetzt ging's auf einmal. Oh nein. Ich wollte eigentlich dieses Item da einsammeln, aber natürlich... Alter, was sind die auf einmal so scheiße schnell? Alter, wirklich? Geh sterben! Da ist ja noch einer. Kackenfrech in den Büschen versteckt. So, und hier irgendwas Lohnenswertes? Nö. Ja gut, da scheint etwas zu sein, da scheint etwas zu sein. Ansonsten besteht das Ganze hier nur aus kleinen Ruinen. So vereinzelte Überreste irgendwelcher Gebäude, hallo. Kirche von Bellum. Und wir kriegen eine weitere heilige Träne. Alter Vater. So, dann berühre ich mal die Gnade. Und, naja, für ein Level-Up wird es nicht reichen. Aber ich kann die heilige Träne benutzen, um meine Flaschen weiter zu verstärken. Bams. Ich habe safe immer noch nicht... Oh, plus 6 haben wir schon. Oh, ich habe safe immer noch nicht genug TP und oder FP, als dass ich mit irgendeinem Schluck aus einer der Flaschen
die Leiste nicht komplett wiederherstellen könnte. Also selbst wenn ich nur noch ein TP und ein FP habe, denke ich, mit einem Schluck aus einer der Flaschen würde sich meine komplette Leiste wieder auffüllen. Also so eine große LP oder FP-Leiste, die ich bräuchte, um am Ende einen weiteren Trank zu benutzen, wenn ich maximale LP oder FP haben möchte, sollte ich nur auf einen jeweiligen Punkt zurückfallen. Die Leiste muss ich mir erstmal noch verdienen. So viel steht fest. Dann ist aber auch die Frage, ich habe jetzt so viele heilige Tränen gefunden, dass ich ehrlich gesagt immer mehr daran zweifle, dass ich bislang alle von diesen Wundersaaten, dass ich alle, oder goldene Saat, genau, dass ich alle davon bislang eingesammelt habe. Das glaube ich nicht. Ich habe da safe ein paar übersehen. Die Frage ist nur, welche habe ich übersehen? Aber naja, wie gesagt, da werde ich mich irgendwann mal an ein Video ransetzen und dann so nach und nach alles abarbeiten. Da werde ich bestimmt noch so 2 oder 3 Bonusflaschen raushauen können. Bin ich mir sicher. Weil jetzt schon die Flaschen auf plus 6 verstärkt zu haben, in Relation dazu habe ich bislang nicht mal annähernd so viele Upgrades für die Anzahl der Flaschen gehabt, oder? Zumindest habe ich nicht wirklich das Gefühl gehabt. Kann mich auch täuschen. Naja gut, egal. Jedenfalls würde ich an dieser Stelle für heute erstmal Schluss machen. Und dann werden wir im nächsten Part sehen, was uns hier sonst noch so alles erwarten wird. Ich sehe da oben wieder einen etwas dunklen Ort. Könnte wieder eine Höhle sein. Eine besondere. Wir werden sehen. Für heute würde ich allerdings erst einmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!